auch ein großes Thema auf der Eröffnungspressekonferenz, wo Heinrich Riedmüller, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, nochmal gesagt hat, dass die Verfolgung von kritischen Stimmen und Andersdenken endlich ein Ende haben muss. Er fordert die Freilassung eingesperrter Journalisten weltweit und freut sich darüber, dass der Journalist Dennis Yücel die Buchmesse besuchen wird, der ja lange in der Türkei inhaftiert war. Menschenrechte also als Oberthema, es ist eine sehr politische Buchmesse dann, ja? Auf jeden Fall, es wurde vorab auch schon die Kampagne On the Same Page ins Leben gerufen, die motivieren soll, sich für Menschenrechte einzusetzen. Unter dem Titel finden auf der Buchmesse zahlreiche Lesungen statt. Es gibt Podiumsdiskussionen zur Pressefreiheit und Selbstzensur. Oder, was ich auch ganz spannend finde, eine Veranstaltung, die heute Abend stattfindet, The Poetry Project. Da tauschen sich deutsche Jugendliche und geflüchtete Jugendliche im lyrischen Gespräch aus. Und ab Freitag dürfen dann alle hin zur größten Buchmesse der Welt nach Frankfurt. Vielen Dank, Gesa. Hier ist WDR 2, das Mittagsmagazin.